Ich bin hier heute in unserem Baumhaus, weil ich nochmal ein etwas ernsteres Thema und auch ein ziemlich krasses und trauriges Thema ansprechen muss. Und zwar wollen wir hier auf YouTube ja wirklich authentisch bleiben und ich will euch auch einfach wirklich in unser echtes Real Life mit hineinnehmen und nicht so tun, als wäre bei uns immer alles perfekt und nur gut. Das habe ich euch ja in meinem Buch schon erzählt und beschrieben, gerade die Sache mit unserer Schwester, wie die abgestürzt ist und auch mit dem Tumor, den ich schon zweimal jetzt hatte. Und ganz viele von euch haben mich ja auch gefragt, wie es da eigentlich aktuell aussieht. Die Sache ist, dass es jetzt für 3 Jahre tatsächlich kein Thema mehr war. Also ich lag damals ja wirklich im Sterben und bin da auf übernatürliche Art und Weise gesund geworden. Eine richtig, richtig krasse Geschichte. Aber jetzt habe ich vor ungefähr 2 Monaten wieder gemerkt, dass irgendwas in meiner Brust nicht stimmt und habe dann auch immer mehr Schmerzen bekommen. Aktuell habe ich auch ziemlich Schmerzen hier in meiner Schulter und meinen Knochen. Und war jetzt beim Arzt, das ist etwa 3 Wochen her, und habe nochmal ein MRT machen lassen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das jetzt wirklich auch auf YouTube sagen soll und ob ich das mit euch teilen soll. Aber der Arzt hat mir einfach gesagt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht und dass der Tumor schon im Endstadium ist und dass er mir tatsächlich nur noch 2 Wochen bis 2 Monate zu leben gibt. Und das kann ich natürlich nicht vor euch verstecken und will ich auch überhaupt nicht vor euch verstecken, sondern ich will euch da ein bisschen mit reinnehmen und euch ganz besonders zeigen, was für eine Hoffnung ich habe. Und gerade nach dem allem, was ich in letzter Zeit erlebt habe und was ich euch auch in dem Buch geschrieben habe, glaube ich ja nicht mehr ganz an Zufälle und ich glaube auch, dass es wirklich jemanden gibt, der einen Plan mit mir hat und mit meinem Leben hat und auch mit dieser ganzen Sache jetzt einen Plan hat. Und es gibt mir so eine unglaubliche Hoffnung, dass ich mir jetzt gar keine Sorgen machen muss und auch gar keine richtige Angst habe, und das finde ich einfach mega krass und das würde ich euch gerne erzählen, wie das alles kommt und was ich jetzt auch in letzter Zeit wieder krasses erlebt habe. Da habe ich einen anderen YouTube-Kanal angefangen, zusammen mit dem Christopher und dem Samuel Koch. Der heißt Lifeline. Den habe ich euch hier unten nochmal verlinkt. Den haben wir eigentlich aus einem anderen Grund gestartet. Da habe ich euch auch die Geschichte erzählt, wie Feuer vom Himmel gefallen ist und diese ganzen verrückten Sachen, die ich so mit Gott erlebt habe. Und da werde ich auf jeden Fall auch eure Fragen beantworten. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann stellt mir gerne eure Fragen. Ja, ich will nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie Sorgen macht oder Angst habt. Und wir werden auf dem Kanal hier auf jeden Fall, solange es geht, noch viele schöne Videos drehen. Gerade mit dem U-Boot und so weiter sind wir ja gerade erst am Anfang. Trotzdem fand ich es jetzt wichtig, euch das einfach mitzuteilen und damit ihr auch vielleicht nachvollziehen könnt, warum ich jetzt in nächster Zeit vielleicht nicht mehr ganz so viel dabei bin. Wie gesagt, weiß ich auch aktuell überhaupt nicht, wie es weitergeht, weil es medizinisch gesehen eigentlich jetzt keine Lösung für den Krebs gibt. Mit der Chemo könnte man es eventuell noch etwas hinauszögern, aber die hat halt auch so, so krasse Nebenwirkungen, dass es ein Leben danach eigentlich nicht mehr wirklich lebenswert ist. Und das habe ich ja schon einmal erlebt und will es ehrlich gesagt auch gar nicht nochmal erleben. Von daher bin ich auf jeden Fall im Gespräch mit der Klinik und werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, nicht hier auf dem Kanal, sondern auf dem Kanal Lifeline. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders über eure Gebete, gerade wenn ihr auch an Gott glaubt und vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Und falls ihr noch nicht so Erfahrungen gemacht habt, würde ich euch trotzdem mega empfehlen, mal auf dem Kanal vorbeizuschauen. Und da werde ich euch da auch ein bisschen mit reinnehmen und hoffe auf jeden Fall, dass wir noch ganz viel zusammen erleben werden. Und hoffe, dass wir uns bald im nächsten Video wiedersehen. Entweder hier auf dem Kanal oder auf dem Lifeline-Kanal.